So, wie war das mit dieses Spiel ist Buggy? Weil wir gleich sehen. Guck mal hier rein. Das soll doch mein Ziel sein, ne? Der ist nämlich schon weg. Irgendwas war da. Ich habe irgendeine Quest gemacht für ihn. Da ist er nämlich abgehauen. Haha. Jetzt kann ich nicht mal die Quest für den Wirt erledigen. Weil das Ziel nicht mehr da ist. Der Wirt hatte ja mir den Auftrag gegeben, den umzubringen. Ach ja, aber so Avenger, so hatte ich es am Anfang Sinn. Mittlerweile stören sie mich nicht mehr. Ich habe viel zu viel Leben und Panzerung. Das sind die ganz witzig, ne? Weil da habe ich so ein Skin-Teil hier gekriegt. Das Problem an der Skin ist, ich habe ja genug Pelikel. Und den habe ich ohne Ende. Also auch bei den Wissenschaftlern habe ich einiges reingepackt. Ich könnte mir also ohne Ende dieses Skin machen, wenn ich das Rezept wüsste. Ja, das Rezept gibt's. Am Checkpoint. Im Cordon. Toll. So, das führt mich wieder zum Checkpunkt, ne? So, dann gibt es am Checkpunkt noch was. Ein oder zwei Sachen, die für die für den Techniker in der Bar. Muss ich auch zum Checkpunkt. Damit ich da weiterkomme. Der Sid hat mir eigentlich den Auftrag gegeben, das Ding zu stehlen. Also müsste ich auch zum Checkpunkt. Problem daran, ich pack das nicht nachts. Die sehen mich. Ich krieg das nicht auf die Reihe. So. Ich könnte umbringen. Würde ich schaffen. Vielleicht mit ein, zwei Anläufen und vielleicht drei, vier, fünf, je nachdem, wie sehr ich diesmal fail. Aber danach greifen die, glaube ich, in regelmäßigen Abständen des Anfängerdorf an. Weil die respawnen ja immer wieder. Die Militaristis. So. Will ich echt überlegen, was ich mache. Finde ich scheiße. Eigentlich müsste ich das machen. Damit ich vielleicht ein bisschen weiterkomme. Weil dann könnte ich mir auch noch selber ein paar Skin machen. Dann könnte ich ein paar Aufträge abgeben. Könnte mir die Skin weiter verbessern. Zu Scale, Steel Scale und so weiter. Klar, wie das halt so ist. Hab im Moment noch ein bisschen was im Auftrag von diesem Moonshine-Dummy. Weil im Moment habe ich ja Shining-Dummy und jetzt habe ich hier als Moonshine-Dummy in die Elektronen mal die nochmal reingeschmissen. Zwei oder drei Stück davon. Die kochen noch vor sich hin. Ansonsten ist in Arbeit so ein, nicht ein Elektrotier, sondern ein Feiertier. Aber ich habe eine Elektrotier, ist auch nochmal in Arbeit, aus dem Droplet. Hier habe ich jede Menge anderen Billig-Scheiß hergestellt. Den wir dann weiterverarbeiten. Die Porcupine habe ich also gefunden, welches das ist. Okay, die habe ich mir halt gespawnt. Pech, dumm gelaufen. Sogar das kann ich mir schon machen, das Burnt Fass, was ich dann den Kohlebock mache. Den Kohlebock habe ich auch schon irgendwo. Der erste hier, das Steel Kohlebock. Da ist noch ein Diamant Kohlebock, glaube ich, in Auftrag. Im Moment. Also wird schon ganz witzig. Ja, Problem an der Geschichte jetzt einfach, ich komme effektiv jetzt nicht weiter mit diesem Spielstand. Zumindest nicht mit dem Free-to-Play. Mit dem Free-Play. Nicht mit dem Free-to-Play, sondern mit dem Free-Play. Na, was so nebenbei alles ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einfach den Story-Mode beenden und dann werden wir es gut sein lassen. Dann starte ich euch nochmal komplett neu und gucke, wie es dann läuft. Wo dann Fehler sind. Es sind immer irgendwo welche Fehler, blöderweise, aber vielleicht sind sie ja dann nicht ganz so störend wie jetzt den ich jetzt gerade eben habe, dass der Typ schon weg ist. Oder der Fehler ist wahrscheinlich nicht vom Spiel, sondern der Fehler ist meiner. Was ist denn was Grünes? Was ist denn was Grünes? Ach, ein Schwein! Aha. Der Fehler liegt wahrscheinlich an mir und nicht am Spiel. War noch eins. Schweineaugen kann ich gebrauchen. Wollen sie immer mal haben. Obwohl ich auch sowieso genug habe. Der Fehler liegt ja an mir. Ich habe den Auftrag zu früh abgeschlossen. Es war nämlich irgendwas für ihn zu finden und dann war er weg. Und wahrscheinlich kann man in Kombination mit dem Auftrag des Wirtes das verbinden und kann dem Wirt dann irgendwie sagen, ja, ich habe nur umgebracht, aber ist einfach nur abgehauen. Ja, das habe ich jetzt verkackt. Blöd gelaufen. Leider hatte der Adrenaline gerade auch kein Maschinengewehr, was ich haben soll für die Clear Sky-Fraktion. Für den, wie heißt der Händler? Siblov? Das Wiblov ist ja der Anführer und ich glaube Siblov oder was, das ist der Händler, ja okay, ist recht. Das heißt, ich werde mal ein bisschen speichern, Ladenspiele üben, weil dann hat er ja ein verändertes Angebot. Dann gucke ich mal ein bisschen, wenn er das leichte Maschinengewehr hat und dann gehe ich nochmal in den Sumpf. Mit Dan sprechen für Snitch wird auch komisch, weil das ist wohl ein Bandit, die Banditen hassen mich mittlerweile. Wird also auch nichts. Was haben wir noch? Was ich nicht mehr schaffe. Was war's denn noch? Gibt schon noch so ein paar Dinger.
Ja, und den Rest, da muss ich halt, das sind mir das Stealth-mäßig und die hasse wie die Pest, aber müsste ich halt ein bisschen rumprobieren. Könnte klappen. Ja. Ja, der weiße Punkt da am Bioradar ist Adrenaline. Das ist der Händler. Tja, muss ich gucken, wie ich das mache. Entweder kann ich. Da liegt noch einer. Dann hast du vielleicht nochmal eine Info für mich. Das ist doch cool. Ja, das ist ein normaler PDA, den kannst du behalten. Was bist denn du überhaupt für einer gewesen? Ein Loner, wieso bist du gestorben? Pisse. Muss ich halt gucken, wie ich weiterkomme jetzt. Wahrscheinlich nicht sehr viel weiter. Ich probiere jetzt noch bis ein, zwei Missionen für Clear Sky und dann werde ich die Hauptquest einfach mal weiterverfolgen. Ansonsten starten wir mal ein komplett clean neues und schauen, wie wir dann weiterkommen. Ja, vielleicht, dass es dann irgendwie besser klappt. Schauen wir mal. Ich rühre mich später wieder, wenn ich eigentlich, ja, wahrscheinlich im Sumpf vielleicht noch ein, zwei Sachen machen kann. Und ansonsten dann, wenn ich auf dem Weg nach Pripyat bin. Achso, der hat ja jetzt noch kein verändertes Angebot, oder? Ich glaube nicht. Doch! Ja, jetzt hast du ein scheiß Angebot. Du bist ein Pisser. Wieso hast du eigentlich jetzt ein verändertes Angebot? Ich habe doch diesen Sektor noch gar nicht verlassen. Du Knaller. Gib mir ein bisschen Brot. Ich habe nicht so viel zu essen. Ich habe ständig Hunger. Das kostet nicht so viel. Das ist in Ordnung. Ich habe genug Geld. Musikflashdrive ums Jagd, den habe ich ja schon. Was sind da dabei? Rob Zombie. Offspring, the Kids on the Ride, jawohl. Rammstein, ich will. Linkin Park, Rammstein, Eifersucht. Schon ein paar gute Sachen drauf. Aber kann ich ja eh nicht abspielen, weil dann beschwert sich ja YouTube. Dann tubt ihr was, Mann. Okay, bis später. Blöd gelaufen jetzt. So, jetzt bin ich gerade bei der Freiheit. Möchte noch mal was gucken. Jetzt bin ich nur gespannt, ne, wenn ich sehe, wie sehr das hier hängt. Wenn es hier Leute lädt, wenn es die Basen und Gebäude lädt. Und dass ich jetzt 10-mal einen Stutterer von Minuten hatte. Dann freue ich mich auf Pripyat. Also ich fürchte, das kann ich euch überhaupt nicht demonstrieren, weil es ist unerträglich dann. Das stuttert jetzt noch. Obwohl ich nur langsam laufe, nicht mal renne. Furchtbar. Also diese Engine ist irgendwo der letzte Müll. Die ist der letzte Müll. In Call of Pripyat ist es nicht ganz so schlimm. Ich hoffe, dass der Mod dann auch etwas besser läuft als Stalker's Soup. Den gucke ich aber an. Das ist Call of Chernobyl. Naja. Ja, da ist noch das Ziel, ist klar. Aber wie ich den ausschalten soll, weiß ich auch noch nicht. Weil da habe ich die ganze Basis gegen mich. Ja, vom Misa habe ich die Info gekriegt für Scale. Aber ich bräuchte halt das fürs Kinn aus Pelikel, aus dem Grünen. Und das ist an der Militärbasis, also im Cordon. Ja, wird ein bisschen blöd. Irgendwie doof. Servus. Teleport, ja, ist klar. So, hast du jetzt irgendwas, was ich noch nicht hab? Müsste ich eigentlich fast alles haben. Ich glaube, die PSG 1 oder so, wenn der hat mal die... Da hat der Typ wieder dran Interesse, der... Oder hat er sogar an der 417 Interesse? Der Raven. Der doch die Waffen aus dem vorigen Jahrhundert sucht. Ja, Enfield, die kenne ich alle schon. Farmers, das kenne ich alle. Wieso hat denn der ein Großer? Der ist doch kein Russenfan eigentlich. Ja, eine AK-108 hat er auch, okay. Spaß Storm mit der Schulterstütze, ja. Brauchen wir alles nicht. Ja, und das ist die 416, die ganz normale. Und hier haben wir eben dann die 417 Sniper. Ja, M21 Scharfschützengewehr, ja gut. Und da die RPG Bumblebee, ja, da bin ich noch überlegen. Die möchte ich ganz gern haben, aber ich bräuchte Raketen dazu. Weil ohne Raketen nützen wir die nix. Oder habe ich OG-7V genug? Ich bilde mir ein, das ist, Antitank, Rocket Propelled, ja klar, aber das ist normalerweise kann ich damit auch gegen die Helikopter vorgehen, glaube ich. Sollten wir mal schauen, du bist ja auch nur neutral. Du bezahlst ein bisschen besser, aber ich denke fast, ich krieg bei den Wächtern mehr dafür. Nee, dann lass gut sein. Lass gut sein, Junge. Okay, ja, hier brauche ich jetzt eigentlich nichts mehr. Was für ein Zeug, Abilage? Achso, ich darf da nicht rein, ja okay, halt ich das.
Ich nur mit den Jungen, ob ich die Freiheit nicht ausschalte, weil die sind mir eh ein bisschen zu anarchistisch hier. Die wollen einfach alles rein und rauslassen, das ist falsch. Da sind die Wächter dann schon eher die Richtigen, die sagen, der Schutz der allgemeinen Bevölkerung. Die sind zwar ein bisschen zu krass im Militär unterwegs und wollen dann zu viel Zensur, aber lieber so, als statt alles unkontrolliert. Na, das muss nicht sein. Ja gut, das sehen wir uns nachher. Jetzt gucke ich noch ein bisschen im Ding gucken. In der Bar und mir die Sachen zusammensuchen für einen Ziploff oder wie er heißt da, der Händler halt. Hofft, dass der Adrenalin irgendwann noch das Maschinengewehr hat, was der haben will. Weil ich wüsste nicht, wer sonst der Händler sein soll. Das kann nur, oder ich hab's sogar irgendwo, dann guck ich mal, ob ich's hab. Dann kriegt der's halt. Kann auch sein, dass ich's irgendwo habe. Ja? Dann kriegt der seine Ausrüstung, seine Waffen, dass er wenigstens das noch abschließen kann, da noch was einen Erfolg habe. Und dann müssen wir es gut sein lassen. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, was ist denn das für ein Punkt? Ja, klar, das ist ein Sumpf, oder? Ist das das, wo der Typ war? Nee, das ist ein Tele... Hä? Das ist, glaube ich, eine Mine, was man da hört. Oder ist das ein Teleport? Ja, das Sumpf ist es auf jeden Fall nicht. Ich glaube aber echt, das war... Ist der Sumpf, wo der Typ war? Nee. Mensch, wenn ich's wüsste, wäre ich schlauer, ne? Nee, das ist nicht der Sumpf, wo der Typ... Doch! Ob ich doch vielleicht dieses Rezept da noch irgendwo finde für Porcupine? Das gibt's doch nicht. Aufpassen. Hier war der Typ, genau. Den habe ich ja weggemacht. Aber hier kriegt man eigentlich das Rezept eben für Porcupine, was ich eben überhaupt nicht gekriegt habe. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, das sind die Hydroshock-Munition, die habe ich auch nicht mitgenommen, aber bin ich dumm? Bin ich irgendwie ein bisschen dumm? Habe ich den Typen am Ende nicht durchsucht? Das ist der Fanatik, der total kaputte. Insane Stalker, ja. Aber das ist nicht... Dr. Sausage, die kannst du mir mal hergeben. Sandwich genauso. Red Bull, nee, ich brauche einen Stalker Energy Trick, die anderen nützen mir nichts. Nee, aber du hast hier nichts. Also hab ich. Vor allem die anderen Porcupine habe ich ja auch von ihm gekriegt. Das andere Rezept. Das andere hätte ich von ihm wahrscheinlich friedlich kriegen müssen. Für die normale Porcupine. Und das habe ich verkackt. Ich muss, glaube ich, doch nochmal ein neues starten. Mal gucken. Nee, ich versuche jetzt trotzdem das, euch zu demonstrieren, wie dann den Triebjagd und was. Wenn es mich absolut abkackt. Ui, aufpassen. Und ich irgendwie das in der Lage bin, das zu demonstrieren, aber ansonsten aufpassen. Ja, ja, das sind nämlich Minen. Ja, da war schon eine, super. Naja, Blutung ist ja schnell vorbei, ich habe Minusblutung ohne Ende. Jetzt bin ich auch schon vorbei, also das... Habe ich trotzdem irgendwie... Woran sieht man? Man sieht sie bestimmt. Hätte mich nur ducken müssen. Ja, jetzt bestimmt das nicht. Weil ich glaube, man sieht die dann im Boden, wenn man sich duckt oder so. Naja, okay. Wir sehen uns gleich nochmal bei der... bei Clear Sky, denke ich, wo ich noch ein, zwei Quests abschließe. Aber dann wird es das gewesen sein. Dann gehen wir in Richtung Tripyard. Hey! Das stört mich ja nicht. Das hat ja so keinen Sinn. Badge. Halt, ich muss hier lang. Alles Schöne, wenn man später gegen Banditen kämpft, ne? Es sind zwar nur Banditen, aber die sind erfahren schon, weil man ja sowieso schon relativ gut ist. Ach du Scheiße, neben mir irgendwo steht der Typ. und dadurch haben die... Einer von denen hatte jetzt gerade schon einen... Ui, wo ist der? Hatte jetzt schon einen... Dingsbums, einen... wo ist denn der Arsch? Einen Skin. Artefakt. Hey, wo ist denn der? Irgendwo in der in dem Gebäude drin ist der. Pisskopf. Pisskopf-Elendiger. Er hat mich gleich. Blöd zum Treffen bin gerade immer wieder. Alter!
Halt jetzt die Schnauze. Ich muss aber unbedingt meine Rüstung reparieren, ey. Ja, ja, die Blutung hat sich gleich erledigt. So, das war jetzt aber der letzte. Ja, da hatte der eine einen Mika und der andere hatte jetzt sogar schon ein Skin. Mal gucken, was wir noch so finden. Witzig. Gibt noch ein bisschen Geld und natürlich auch, was ich, die Skin behalte ich gern. Die mache ich noch mal ein bisschen besser. Das ist eine geile Aktion. Ein paar von denen habe ich mit Granaten geholt, weil die waren der Meinung, die müssen mich ein wenig holen. Mit ihren scheiß Scatterguns. Geil. So lässt sich's leben. Ja, der Spasti hier, der hat eine Skin. Ach, ich will doch nicht die blöde Scattergun mitnehmen. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo ich noch ein paar Rüstungen herkriege, die eigentlich billiger Scheiß für Anfänger sind, aber die ich eben brauche. Die eine Mercenary-Rüstung brauche ich noch. Ja, es waren jetzt die Glückstreffer oder was? Die anderen haben nichts. Leck mich doch am Arsch. Jetzt können wir natürlich sagen, stimmt ja gar nicht. Jetzt habe ich keinen Beweis, weil ich es nicht gesehen habe. Ja, ist aber so. Hä? Ich werde mal gucken beim nächsten Mal, wenn es so ist, dass ich rechtzeitig einschalte. Jetzt habe ich gesagt, das mache ich jetzt so schnell fertig. Ja, mein Deposit ist schon wieder gestiegen. Hat einer von euch vielleicht noch was, damit ich beweisen kann? Die Schätze kann man teilweise auch Glück haben. Das ist ein normaler PDA. Was will ich denn? Oh, meine ganzen Porcupine und alles wird geworden. Ja, geil, ich muss mal ins Wildgebiet zurück. Ja, ja, ich weiß schon. Ich gehe dann mal ins Wildgebiet zurück. Was liegt denn hier noch? Ach, das ist ein Permacore. Okay. Wir sehen uns nachher noch mal kurz. Ich werde jetzt mal alle Teile zusammensuchen für die Clear Sky. Damit ich da. Ja, reparieren mal. Das ist ein Scheiß. Wie sieht's denn aus? Armor noch 50 Stück. Ja, da müssen wir noch was machen. Müssen wir uns mal wiederholen trotzdem. Ja, ist doch Full Repair. Verstehe jetzt nicht. Ich kann mal beenden. Gott, ist repariert. Ich versuche jetzt alles zusammenzusammeln, was ich für den brauche. Alles werde ich nicht erwischen. Unter anderem weiß ich nicht, welche Mercenary-Rüstung das sein könnte und wo ich die eventuell kriege. Weil für normalen Mercenaries, die Sachen, die hatten teilweise Exoskelette, die habe ich gestasht oder verkauft. Hm, mal gucken. Vielleicht finde ich irgendwo eine. Jo. Warte mal. Hat der ab und zu eine Mercenary-Rüstung? Der Sid? Wäre natürlich möglich. Okay, na, auf jeden Fall war das jetzt fetzig. Jetzt habe ich gerade noch eine Skin, die ich verarbeiten kann, weil ich habe jetzt zwei Skins. Eine würde ich gerne behalten, aber die andere kann ich ja verarbeiten. Nochmal zu besseren machen, zu Scale. Ne? Und dann kann ich die Scale sogar zu, schauen wir mal, Steel Scale oder gar noch besser machen, weil aus Steel Scale gibt es noch was Besseres. Aus Steel Scale, oh mein Gott. Ja, das ist die Weiterentwicklung von der Scale und dann gibt es aber noch was. Das heißt, ach, der Controller Scalp, das kenne ich noch gar nicht. Das kenne ich ja noch gar nicht, das Rezept. Na gut, okay, wir sehen uns dann nochmal im Sumpf, wo ich vielleicht dann schon mal ein bisschen was wegstashen kann in der Nähe der Basis. Oder bei der Basis da, dass ich schon mal ein bisschen was da habe, was ich für später brauche. Und ansonsten, mal gucken. Ich werde noch ein paar. Das ist alles nur normale PDA, ich brauche doch die Military PDA, der Spaß ist. Werde ich mal gucken, was ich noch machen kann hier von wegen Schätze finden. Ich habe da schon ein paar von diesen Steps. Auch nichts. Von den Stashes noch, die ich noch nicht. Aber Geld hatte, aber ich glaube, das ist auch gut. Die ich noch nicht geöffnet habe. Gucken wir mal weiter. Gut, gut. Bis dann. Ja, und da oben soll ich eigentlich das Device anbringen, was ich hier ja noch im Inventar habe, was eigentlich auch ein bisschen viel wiegt. Das Problem an der Geschichte ist, wie soll ich denn da hochkommen? Das Militär schießt ja dann auf mich, wenn ich das mache. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie hinkriege, wenn ich denen vorher Wortschlag gebe, ob ich dann in Ruhe mich da ein bisschen bewegen darf. Mal schauen. So, na, jetzt funktioniert es hoffentlich, mal schauen. Also ich muss halt definitiv noch so ein bisschen hier hin und her rennen, Schätze suchen und Artefakte modifizieren ohne Ende, bevor ich dann ein paar lose Enden verknüpfe. Und dann sehen wir uns in Pripyat wieder. Ich würde sagen, machen wir das jetzt auch, weil das hat nicht keinen Sinn. Es ist überhaupt kein Problem, mir mal ein paar Sachen hier herzustellen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was herstellen. Ich habe hier noch Skin, ich habe Scale. Stashes lohnt sich. Ich habe mir die noch geholt, ja, die Porcupine, ne, die habe ich mir sehr gecheatet. Habe ich noch meinen Auftrag gegeben, so ein paar Elektro-Porcupines. Da werde ich jetzt noch die nächsten Stufen in Auftrag geben gleich. Diesmal spackt er hoffentlich nicht ab. Da war doch irgendwo so ein. Wo ist denn der diesmal hin? Wo ist oh, jedes Mal ist was, wenn du neu lädst, ist was anders. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich so ein blödes Ding finde hier, so. Wo es so wabert, so eine, also nicht Hitze, sondern so ein Säurebad oder sowas, ne, das brauche ich nochmal und das brauche ich auch, da kann ich nämlich glaube ich auch noch was draus machen, warte mal, wie weit komme ich ran, ja, okay, nee, das kenne ich gar nicht, was gibt es da überhaupt, ach ja, natürlich, es reagiert aber nicht mit dem,
Ja doch, er hat jetzt... Oh ja genau, das ist hier Frieser. Gleich mal machen. Brauche ich nämlich unbedingt ein paar Gummibatterien. Aber wo sieht denn der die Batterie? Ach so, der nimmt er dann aus dem Inventar raus. Ja, dann warten wir mal, da nehmen wir erstmal die anderen rein. Und okay, also ich habe da genug Möglichkeiten, mir da was herzuholen. Ist überhaupt kein Problem. Es gibt noch Banditen ohne Ende zu holen. Es gibt noch ein paar Stashes, die ich auf den Switch holen kann. Das mache ich jetzt noch. Versuche ein paar lose Enden zusammenzuführen. Wo sich's lohnt, schalte ich ein. Ansonsten sehen wir uns in Pripyat und ich beende dieses Spiel, weil... ich habe da ein paar Fehler gemacht, die jetzt scheiße irreparabel sind. Mal gucken, vielleicht fangen wir mal Neues an und dann schauen wir mal, ob wir besser klarkommen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar über diese Fehlerei. Sorry, dass da jetzt ein paar krasse Brüche drin waren. Pech. Tut mich leid. Ja. Sehen wir uns wahrscheinlich erst im Trivia. Wird aber auch nichts mehr in 2 oder 3 Tagen jetzt, wie das jetzt der Fall war, sondern es wird wohl 1-2 Wochen dauern, Minimum. Bis dann. Yeah.